Hallo meine Damen und Herren, heute möchte ich mit Ihnen eine weitere Aufgabe zur Kostenstellenrechnung durchsprechen. Wir werden wieder das Stufenleiterverfahren anwenden. Schauen wir uns die Aufgabe mal etwas genauer an. Sie sehen, in einer Maschinenfabrik bestehen folgende Kostenstellen, die hier drüben angegeben sind, denen die aufgeführten primären Gemeinkosten hier die ganze Reihe runter zugeordnet werden sollen. Die Bezugsgrößen für die Kalkulation sind hier drüben angegeben. Ja, Sie sehen, dass Sie für das Materiallager, die Dreherei, Fräserei, Montage, Verkauf, Verwaltung und so genau angegeben haben, was die Bezugsgrößen sind. Die Kostenstellen sind mit A bis J hier auch gekennzeichnet. Das ist wichtig, wenn wir uns gleich auf der nächsten Seite anschauen, wie die Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Kostenstellen sind. Sie haben hier eine Tabelle, aus der hervorgeht, von welcher Kostenstelle an welche Kostenstelle welche Leistung abgegeben werden. Also zum Beispiel von der Kostenstelle A an die Kostenstelle B werden hier 10 Stunden abgegeben. Also diese Tabelle hier gibt Ihnen die gegenseitigen Leistungsbeziehungen an. Und was Sie jetzt machen sollen, steht hier unten, nämlich: Führen Sie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung nach dem Stufenleiterverfahren in der Reihenfolge B, C, A, D durch. Das heißt, die Reihenfolge, in der Sie hier umlegen sollen, ist Ihnen hier genau vorgegeben. Ich hatte ja in einem der letzten Screencasts schon gesagt, nach welcher Systematik man diese Reihenfolge aufbaut. Ermitteln Sie, das ist dann die nächste Aufgabe, die Gemeinkostenzuschlagsätze bzw. Stundensätze, das Spiel kennen Sie auch, und dann bilden Sie die Basisgleichungen für das mathematische Verfahren. Das mathematische Verfahren hatten wir in der Theorie besprochen. Es geht also darum, Gleichungen aufzustellen, bei denen auf der einen Seite die abgegebene Leistung angegeben wird, multipliziert mit dem Verrechnungssatz, den Sie aber dummerweise nicht kennen. Und das soll eben gleich sein, dieses Produkt soll gleich sein der Summe sämtlicher primärer und sekundärer Kosten, die diese Kostenstelle empfängt. Ja, also die primären Gemeinkosten sind ja angegeben, die sekundären entstehen ja dann erst durch die Kostenstellenumlage. Auch da weiß man dummerweise nicht die einzelnen Verrechnungssätze. Und am Ende erhält man dann eine Sammlung von Gleichungen, also wenn man zum Beispiel 4 Unbekannte hat, 4 Verrechnungssätze, wie in diesem Fall, dann muss das Ziel sein, 4 Gleichungen mit 4 Unbekannten aufzubauen. Das kann man dann auflösen, hat man eine exakte Lösung. Ja, meine Damen und Herren, das ist eigentlich schon alles zu dieser Aufgabe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Achten Sie drauf, was Sie dort tun. Bedenken Sie, dass Sie nicht zurückbelasten können. Denn da ist an der einen oder anderen Stelle schon ein kleiner Haken an der Sache dran. Ja, achten Sie darauf, dass Sie da nicht drüber stolpern. Die Auflösung werden wir in einem der nächsten Screencasts dann besprechen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Lösung. Bis dann. Tschüss, Ihr Stefan Haugrund.